Ljudmila Haugova. We meet in Bratislava and she reads one of her poems. Lebo ešte žijeme v tomto rozvrátenom svete, v bezhraničnej zime. Nekončí sa a nikdy nezačína. Ale možno ako predtým, keď sme sa milovali, zasvieti okno. A v okne sa mihne hlava jelenia, hľadajúceho svoju jeleniu laň, ktorú sme zabili, keď sa nečakane vynorila z mly v priekope, zasvietila ako biela žiara na ceste. Potom len tupý úder a pád, späť do priekopy. Ani si mi nedovolil pozrieť na ňu. Predstavujem si ju, ako ležala v lesku podvečerného svetla na bielom snehu. Bez kvapky krvi, povedal si, bez kvapky krvi. Jestvuje jediný múr, ktorý ma od nej oddelil. Jediná záhrada, do ktorej vždy príde. Presná krivka jej pádu zodpovedá našim srdciam. Tak veľmi sme sa nepoznali. Vždy bude zľahka kráčať k záhrade. K tej záhrade, v ktorej čakám. Zakutraná do svojho smútku z dvojnásobnej straty. Bol 3. január, večer 5:30. Mohli sme neprísť na toto stretnutie. Kto ma, nás, vyslobodí z toho okamihu? Mala som zomrieť ja. Vrhla sa k oknu na mojej strane. Čo to malo znamenať? Vlčie trávy, hlboko dýchajúce pod snehom. Kto nás tam poslal práve vtedy, keď chcela prejsť cez cestu, ktorú ona a jej predkovia poznali veky? Naproti ceste zrútená šopa, zlomená ohrada, detská úzkosť a smútok. The poem is based on a true incident a long time ago with a deer in front of the car. Mein Partner hat gebremst und langsam gefahren, aber doch diese wunderbare Hirsche ist ja gestorben. Und ich habe das so genommen wie ein Schicksalmoment. In fact, the poem is about loss and longing for him or her who is no longer there. Wenn mein Lebensmensch ist gestorben, 43 Jahre alt, und das ist zu früh zum Sterben. Er war Maler, so er war am Höhepunkt von seinem Schaffen und er ist an Herzversagen so gestorben. Das war so ein sehr großes Verlust. Sein Verlust war etwas Endgültiges. So, er ist gestorben und ich konnte nichts machen. Ich musste mich mit dieser Situation ja klar machen, dass er tot ist. Ich wollte diese alte Gefühle zurückrufen und wieder haben und dann vielleicht auch meine Kindheit dazu geben, was am Ende ist. Meine Gedichte, viele meine Gedichte sind über diese Frau und Mann Beziehung. Ja, dass ich kann man sagen, fast mache eine Vivisektion von einer Beziehung. Was alles kann in einer Beziehung passieren? Von größter Freude bis größte Verluste oder größte so Schmerzen. Mila Haugova was born in 1942 in Budapest, her mother Hungarian and her father being Slovak. He was in the communist era imprisoned for political reasons. Er war 3 Jahre im Gefängnis, mein Vater. Ja, ich denke nicht gern auf diese Jahre. Diese 3 Jahre waren für mich eine große Schule, dass ich mit 9 Jahren begriffen habe, dass ich nie in keine politische Partei
vertreten werden. Nevertheless, as an adult and as a writer, she made a case for women's emancipation. Ich glaube, Freiheit ist die Frage für jede Zivilisation. Für mich ist Freiheit in Wahrheit leben und leben. Lieben und leben in Wahrheit. Diese zwei Sachen, ja, die für die Frau sehr wichtig ist, ja, in Liebe eine Wahrheit finden und das auch in das Leben ziehen. And that brings us back to the themes in her work. Ich bemühe mich auch beim tiefsten Schmerzen, so Gefühlen und Gedanken, doch die Welt ein bisschen harmonisieren und die Wunden und Narben von der Welt ein bisschen zu heilen.